Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist mein Wochenupdate Woche 13 aus meinem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Fangen wir mit dem Montag an. Da habe ich zuerst Autofotos gemacht mit dem lieben Oliver, habe danach ein paar Anrufe gemacht und Mails gecheckt und Mails geschrieben. Dann kommen wir zum Dienstag. Da habe ich noch einmal die Rehkitz-Rettung begleitet, diesmal nicht in Delmenhorst, sondern auf der anderen Seite von Bremen. Und das hat ganz gut funktioniert, bis auf, dass wir an dem Morgen keinen schönen Sonnenaufgang hatten. Wir hatten so leicht Nieselwetter, wir haben auch kein Rehkitz gefunden. Kein Rehkitz ist aber auch ein gerettetes Rehkitz, weil wenn da keins ist, ist ja trotzdem gut, also für die Sache an sich. Aber jetzt für Fotos jetzt nicht so unbedingt optimal. Die Rehkitz-Story ist auch schon, dazu kommen wir gleich, eigentlich fertig. Nur diesmal war halt jemand als Volo dabei. Genau, um ein bisschen mehr Infos zu bekommen für den Text später. Am Mittwoch, da gab es am Anfang wieder das grüne Sofa mit meinem Chef. Wir haben über verschiedene Sachen gesprochen, wie die Reportagen. Genau, also da einmal über die Autofolierung, über die Reportage gesprochen. Ich habe auch die Fotos mitgebracht, ich habe die an die Wand gehängt und wir haben ein bisschen geguckt, welche passen. Genau, das dazu. Dann hatte ich direkt danach einen Termin mit Hagedorn. Wir sind zu einem Museum gefahren und haben dort eine Ausstellung fotografiert, beziehungsweise auch so ein bisschen die Person hinter der Ausstellung, warum die das macht, worum es da geht. Nämlich war das eine Ausstellung zum Thema Seekisten. Damals hatten alle Seefahrer, gerade hier in Hamburg, hier in Bremen saßen sehr viele Seefahrer, die zur See gestochen sind mit Schiffen. Und jeder Seefahrer hatte eine Seekiste. Das ist so eine Holzkiste, in der man die persönlichen Sachen reintun konnte. Und da kamen die persönlichen Sachen rein. Ja, und davon sind nicht viele übrig geblieben. Es gibt heutzutage nur noch irgendwie ein paar Tausend, 2000 oder so, schätzt er. Und er sammelt die und die werden dort ausgestellt. Ein paar von denen. Genau. Dazu habe ich ein paar Bilder gemacht und das wurde dann wieder eine ganze Seite in der Zeitung. Genau, Donnerstag. Die Rehkitz-Story ist dann fertig gewesen schon. Also ich habe am Tag davor die Bilder hochgeladen, alle ins DCX, damit der Grafiker daraus eine Seite bauen kann. Am Donnerstagvormittag war sie dann fertig. Ich habe sie gesehen, fand die okay, fand es gut so, wie sie gebaut wurde, aber ich zeige ja hier im Wochenupdate immer nur die Reportagen, wenn sie fertig gedruckt sind und in der Zeitung waren. Also jetzt kann ich nur von der Sache erstmal erzählen. Ich kann zwar Bilder zeigen, was ich gemacht habe vor Ort. Also das habe ich mir selber so auferlegt, weil ich will nicht zu viel spoilern. Genau, also ein paar Bilder kann ich zeigen, aber nicht das Layout. Das seht ihr dann, sobald es fertig ist. Also ganz fertig und online. Genau, das war dann dazu am Donnerstag für meine Rehkitz-Story fertig. Die Autofolierung-Sache ist auch fertig. Dann bin ich zur Kunsthalle gegangen und habe dort für eine Story für jemand anders, habe ich dort ein Porträt gemacht. Da werden derzeit ganz viele Leute vom Kunstverein porträtiert vor ihren Kunstwerken, die sie mögen. Also wir gehen durch die Kunsthalle durch und die zeigen, welche Bilder sie so mögen. Und vor denen machen wir dann ein Bild. Also es gibt am Ende nur ein Bild in die Zeitung. Von verschiedenen Leuten. Ich habe bisher, das war mein zweites Mal, dass ich das gemacht habe. Genau. Und das erste Mal war sogar auch diese Woche, ich habe es nur komplett wieder verpennt, das zu sagen. Das war am, wann war das? Am Dienstag. Es war Dienstag, genau. Am Dienstag habe ich das erste gemacht. Ja. Dienstag war das erste Porträt am Nachmittag und das zweite, was ich da gemacht habe, die anderen Bilder wurden von anderen Fotografen gemacht, aber die zwei habe ich gemacht und das zweite war jetzt am Donnerstag von einer Frau. Das lief ganz gut, bis auf, dass es halt so ein paar rechtliche Hinweise gibt. Man darf halt nicht jedes Bild fotografieren, weil der Kunstschaffende muss halt mindestens 70 Jahre tot sein, sonst darf man das Bild nicht ablichten. Auch wenn es nur im Hintergrund ist. Egal. Genau. Dann habe ich am Donnerstag noch einige Mails gecheckt und noch ein bisschen mich vorbereitet auf die GT4, auf den Motorsport. Das ist nämlich die nächste Reportage. Da habe ich dann alle Sachen vorbereitet, wie Sachen ausgedruckt, Formulare ausgedruckt, die ausgefüllt, damit alles reibungslos läuft. Denn
Das war jetzt der Donnerstag. Kommen wir zum Freitag. Da ging es dann für mich frühmorgens los zum Pressehaus, habe dann den Firmenwagen genommen und bin auch einmal hier hingefahren, habe dann alle Sachen reingeladen, die ich brauche für die Reportage. Den Freitag ging es ganz früh los, morgens um 8, mit dem Auto nach Sachsen-Anhalt zur Rennstrecke Oschersleben. Dort war dieses Wochenende die DTM und in dem Rahmen ist auch die GT4 gefahren, ADAC GT4 Germany. Und dort habe ich ein Bremer Rennteam begleitet. Ganz spannend, habe einige Fotos gemacht, ich durfte an die Rennstrecke, ich durfte in die Boxengasse, ich durfte ja eigentlich quasi überall mit hin, durfte Fotos machen, hat Spaß gemacht, war echt krasse Sache. Das Team so ein bisschen begleitet, in deren Zelt, im Zeltlager und dann halt auch in der Box und immer wieder Fotos von denen gemacht und das ist ganz cool. Und jetzt muss ich mich am Ende noch entscheiden, welche 8 Fotos als Gesamtstory dann in die Zeitung kommen. Mal gucken. Oder vielleicht werden es auch 9 oder 10 Bilder. Maximal ja 10, weil sonst wird's auch, werden die Bilder auch immer kleiner, auf so einer einen Seite nur. Aber egal, kommen wir dazu. Das heißt, am Freitag habe ich das Auto abgeholt. Bin da hingefahren, habe das Team dann kennengelernt. Dann gab es ein Sicherheitsbriefing, was ich alles darf, was ich nicht darf. Und da in diesem Briefing wurden Fotos gezeigt aus der Season davor, was Fotografen alles falsch gemacht haben. Das wussten wir aber erst am Ende. Das heißt, am Anfang, wir haben dieses Briefing mitgemacht, was man alles nicht darf. Und es wurden immer wieder Beispielbilder gezeigt. Zum Beispiel, man darf nicht auf bestimmte Wände, man darf nicht vor die Reifen stapeln, man darf nicht zu nah an die Strecke. Es muss immer ein Zaun zwischen einem sein und am besten ein bisschen Abstand zum Zaun. Man sollte nicht den Rucksack aufhaben, wenn man da gerade Fotos macht. Und. Und da gab es noch Beispielbilder zu. Und das Witzige, am Ende des Briefings wurde dann gesagt, ja, diese ganzen Bilder hier gerade eben, die waren aus der letzten Season. Das heißt, theoretisch, wenn jetzt diese Season irgendjemand was falsch macht und das, da gibt es dann Fotos von, dann könnten die nächstes Jahr dann im Briefing mit auftauchen. Ich hoffe, ich lande da nicht drin. Ich denke, ich habe auch alles richtig gemacht. Genau. Dann habe ich Fotos gemacht bis 19 Uhr und bin dann zum Hotel gefahren, habe eingecheckt. Haben mir dann was zu essen geholt und habe dann schon mal kurz Fotos am Laptop auf meine Festplatte rübergezogen, kopiert, paar Sicherheitskopien gemacht, genau. Und dann bin ich einfach nur eingeschlafen, war echt fix und fertig. Es war zwar nur eine kurze Nacht, weil Samstag ging es für mich um 4 Uhr wieder raus aus dem Bett, damit ich pünktlich an der Rennstrecke bin, um dort noch ein Foto zu machen vom Sonnenaufgang. Damit ich noch so quasi für eine gute Reportage gibt es ja halt immer eine Verortung, ein Porträt, also eine Person, die am besten zu sehen ist und ein Detail und dann ein paar restliche Bilder, die das unterstützen. Aber die Verortung wollte ich ja unbedingt diese Rennstrecke zeigen. Am besten nicht mittags, sondern schön mit Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Genau, und das habe ich beides probiert und an dem, also den Sonnenuntergang nicht ganz, aber so ein bisschen vorher habe ich an dem Tag davor, am Freitagabend schon ein bisschen was probiert und so ein richtiger Sonnenaufgang habe ich dann halt samstags um 5 Uhr gemacht. Hat sich, finde ich, auch sehr gelohnt. Die Bilder sind echt ziemlich gut geworden. Dann bin ich kurz in die Stadt gegangen, Oschersleben, habe kurz gewartet, bis die Bäcker auf hatten, habe mir was zum Frühstück geholt. Hätte ich eigentlich nicht machen müssen, aber ja. Dann ging es wieder zurück zur Rennstrecke. Dann war ich pünktlich um 7 Uhr dort, damit mir wurde nämlich am Tag davor gesagt, ich soll sehr früh kommen, um noch einen Parkplatz zu bekommen oder einen Parkplatz, der sehr nah dran ist. Also bin ich um 7 Uhr da gewesen, hatte einen super guten Parkplatz direkt am Zaun. Besser ging es nicht, direkt am Eingang. Aber dann hieß es warten von 7 Uhr bis 9 Uhr, weil erst um 9 Uhr ging es wieder weiter. In der Zeit habe ich mich ein bisschen drauf vorbereitet, nochmal geguckt, was könnte ich machen. Ja, und dann um 9 ging es los. Um 10.20 Uhr war dann ein Pitwalk, wo dann die ganzen Fans in die Boxengasse rein durften. Auch interessant. Dann 11.30 Uhr gab es das Rennen von der GT4, das, was für mich ja am wichtigsten war. Dann ist mir aufgefallen, ich habe mich mit 2 Kameras fotografiert. Einmal mit der hier, A7 III, der Sony und mit der Sony. Und noch als drittes hatte ich eine Analogkamera dabei, eine Canon AE1. Also Analogfotos gibt es zweimal digital. Und ich wollte halt weniger Objektiv wechseln, deswegen war auf der Kamera ein Objektiv drauf und auf der war eins drauf. Nur an dem Tag, wo der Rennstart war, hat
die Kamera da ein bisschen rumgesponnen, nämlich genau beim Rennen blieb die irgendwie stehen, so kurz. Nämlich habe ich herausgefunden, wahrscheinlich liegt es daran, wenn man Fremdherstellerbatterien benutzt, bleibt die kurz stehen manchmal. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Das hatte ich mit der noch nicht. Das hatte ich nur bis der hier. Nämlich zweimal an dem Tag. Beim Rennstart und beim Rennziel, also beim Zieleinfahrt. Ärgerlich. Aber egal. Trotzdem coole Bilder entstanden. Dann 13:30 gab es das DTM-Rennen. Habe ich auch natürlich angeschaut, habe Bilder gemacht. 16:50 gab es dann das so ein Drivers-Meet. Tja, das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, weil da waren nur die Sieger, die drei. Und dann habe ich quasi direkt nach diesem Drivers Meet die zwei Rennfahrer mir beiseite geschnappt von dem Rennteam, was ich begleite. Das waren zwei Engländer, zwei Briten. Und die habe ich dann porträtiert, ein paar Fotos gemacht von den beiden. Ja, ich denke, davon kommt auch wahrscheinlich eins, hoffentlich mit in die Zeitung. Mal gucken. Ich muss noch alle Bilder durchgehen. So, dann war der Tag auch schon zu Ende für mich. Sonntag, 7.40 Uhr war ich dann diesmal da, habe ein bisschen länger schlafen können. Genau. Aber am Abend zuvor war ich noch einmal kurz in der Stadt Magdeburg, bin mit dem Bus hingefahren, Busstraßenbahn. Ein Hoch aufs Deutschland-Ticket, man kann jetzt überall einfach einsteigen, ohne sich Gedanken zu machen. Sonntagmorgen, 7.40 Uhr, war ich dann wieder beim Parkplatz. 9 Uhr ging es los. 10 Uhr war dann die Qualifikation von der GT4, von dem Rennteam, was ich ja begleite. Um 10.50 Uhr war dann wieder der Pitwalk, wo ich wieder kurz dabei war mit. 12.45 Uhr habe ich dann mit einem Bremer Rennfahrer, der für ein anderes Team fährt, von ihm habe ich ein paar Bilder gemacht für den Sportteil vom Weserkurier. Die haben sich nämlich ein paar Bilder von ihm gewünscht und die kriegen sie jetzt auch. Die habe ich gemacht. Dann gab es das DTM-Rennen, habe ich auch wieder ein bisschen begleitet, um 13:30 Uhr. Kurz war einmal der Akku leer, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Also 17 bis 18 Uhr das Rennen. Ich habe das Team begleitet bis hin zur Boxengasse, habe da ein paar Bilder gemacht, bin dann von dort aus zur Rennstrecke gegangen, um den Start zu fotografieren, dass die Autos auf mich zufahren. Bin dann in ein paar Kurven gegangen, habe in den Kurven ein paar Rennaufnahmen gemacht. Und danach bin ich dann wieder zu Boxengasse gegangen, um den Boxenstopp zu fotografieren, wie das Auto reinfährt, ein bisschen das Team. Und ja, das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert. Von dort aus dann auf die andere Seite, um ein paar Bilder zu machen, wie das Auto so über die Ziellinie fährt, um einfach so ein paar Mitzieher zu machen. Das hat jetzt in dem Rennen von dem Auto, von dem Team jetzt nicht so gut geklappt. Am Tag davor bei der DTM, super gut. Und an dem Tag hatte ich ein bisschen, ja, ich war einfach ein bisschen verpeilt und habe die Uhr nicht so richtig im Auge gehabt und dachte, oh fuck, ist jetzt schon gleich das Rennen zu Ende. Aber ich hatte da nicht noch genug Zeit, aber ich bin dann zu früh weggegangen und zum Ziel gegangen, um nämlich in der Boxengasse die Zieleinfahrt zu fotografieren. Ja, das hat aber dann am Ende gut geklappt mit der Flagge, diese Zielflagge. Ja, dann ein bisschen mit dem Team gesprochen, noch ein paar Bilder vom Team gemacht. Dann haben die ein bisschen abgebaut schon. Tja, und dann haben alle zusammengepackt und es ging auf einmal, alle gingen nach Hause und es war schnell zu Ende. Also das war eigentlich dann schon, das waren die drei Tage an der Rennstrecke. Es hat Spaß gemacht, es war aber auch übelst anstrengend. Ich bin so viel zu Fuß gelaufen, obwohl es halt immer wieder Shuttlebusse gab für die Fotografen. Dennoch bin ich viel gelaufen auch. Die meisten hatten so E-Scooter. Also die meisten auch im Fahrerlager, viele Rennfahrer, viele Teams hatten E-Scooter. Das ist eigentlich so ziemlich praktisch für so solche, weil das einfach so ein Riesengelände ist. Sonst läuft man sich da dumm und dämlich, wie ich mir das getan habe, schon eigentlich zwei Blasen. Also ärgerlich. Aber egal, 18 Uhr ist zu Ende, dann so noch ging es noch so ein bisschen bis 18:30, 18:40. Dann habe ich irgendwann war auch für mich zu Ende, habe ich alles zusammengepackt, alles abgegeben. Mein Tabat, das war so ein pinkes Ding. Es gab das einmal in Grau, in so ein Beige und es gab das in Blau. Blau war Social Media. Die durften aber nur am Freitag Videoaufnahmen machen. Die restlichen Tage hätten die nur Fotos machen dürfen. Aber ich glaube nicht, dass sich da jeder dran gehalten hat von denen. Und dann gab es das, was ich hatte, das Pinke. Damit durfte ich dann in der Boxengasse Fotos machen und halt an der Rennstrecke. Ja, genau.
das war's eigentlich so damit. Und jetzt geht's daran, die ganzen Bilder auszusortieren, auszusuchen, welche bearbeitet werden. Mal gucken. Das war meine Woche. Ich wünsche euch noch, oder ich wünsche euch schöne Pfingsten, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet schöne Pfingsten. Bis zur nächsten Woche. Ciao.